Hallo liebe Motorfans, herzlich willkommen hier auf dem Sabbelsaurus, eurem deutschen Masters of the Universe Kanal auf YouTube. Bei uns ist der Jan und wir beide wollen euch heute mal ein paar der Mitbringsel, die wir auf der Con so erstanden oder auch gewonnen haben, dann gerne vorstellen. Hallo, ich bin der Jan. Ja, Jan, du hast ja auch ein paar Sachen gekauft, du hast aber auch ein paar Sachen gewonnen. Ich glaube, 2 Stück hast du gewonnen, ne? Oder? Ja. Guck mal eins, alles. Ja, mal. Also eins und jetzt gibt's ja dann Tombola. Kann man jetzt sagen, habe ich Tombola was gewonnen oder nicht? Er hat die Tombola gewonnen. Ich habe die Tombola gewonnen. Man gibt ja eigentlich auch Geld dafür aus, ne? Also. Er hat das Teil zum Trinken gewonnen. So, womit fangen wir an? Ich würde mal sagen, wir machen die Geraden, gerade oder ungerade? Dann machen wir die Geraden, derjenige. Fang doch einfach an, was ist da okay. Schon stehen? Okay, ja, dann machen wir so. Ja, fangen wir hiermit an. Ein Poster mit She-Ra-Charakteren, Princess of Power von Simon Eckert gemalt. Direkt von der Con. Und ein wirklich tolles Poster. Hast du es schon gesehen? Das ist vom letzten Jahr, glaube ich, sogar noch, oder? Oder war es tatsächlich von diesem Jahr erst? Nee, ich glaube, das ist von diesem Jahr. Echt? Mhm. Ja, wenn die Twyla da ist, sie kann ja Simon mal Bescheid sagen. Er möchte doch mal eben kurz gucken und kann uns dann aufklären. Also ein fantastisches Bild. Mir gefällt dieser wütende Kaul da in der Ecke. Vor allem, es ist ja der Toy-Kaul, ne? Ja, also, die sind alle Toy. Ja, wenn du Castasbella anguckst. Mhm. Und Swiftwind ist ja auch so ein bisschen rosaner. Stimmt, auch hier oben ein bisschen im Hintergrund. Deswegen fiel mir das auch gerade nicht so auf. Aber ich find's cool. Ja. Und She-Ra mit einem goldenen Schwert. Sehr schön gemacht. Ja. Kostete 10 Euro, glaube ich. Ja. Dann fange ich einfach mal. Ich habe mir natürlich, du hast es ja auch schon an. Ja. Masters of the Bruniverse. Genau, vom Michi? Grayskull-T-Shirt vom Grayskull. Von Michi habe ich mir natürlich bestellt. Habe ich mir dann da abgeholt. Ja, schön, schön. Sieht aus, als schönes T-Shirt, schön, schön. Ich hatte es noch nicht an, nein. Schönes T-Shirt. Ja, ich natürlich schon. Hat man ja auch im letzten Video gesehen. Ja. Und T-Shirts kann man nie genug haben. Und da ist ein Fussel drin. Nur ein kleines Fussel. Ja. Ich finde die Idee eigentlich cool. Ich finde sogar tatsächlich irgendwie dieses Zeichen ein bisschen besser als das Vintage-Zeichen. Man kann jetzt natürlich auch sagen, es ist ein She-Ra Netflix-T-Shirt. Weil sie sagt ja auch immer Grayskull. Skull. Skull? Grayskull. Ja. Ja. Ja, daher stammt natürlich wohl auch die Idee. Das kann möglich sein. Und das ist eine. Du kannst das ja mal unten reinschreiben, ob das damit zu tun hat. Wenn du zuguckst. Ja. Also Michi. Ja. Ja, sehr schön. Dann kommen wir mal zum nächsten etwas, was nichts mit der Grayskull Convention so an sich zu tun hat. Ich hatte mir einen weiteren Tiki besorgt. Und zwar diesmal von She-Ra. Der Preis war unschlagbar. Und das Ding hatte dann der Matthias Brink dort ausgestellt. Also man konnte die Sachen dann direkt kaufen. Und ich glaube, 23, 24 Euro hat er genommen. Und da ich schon bereits Battlecat und Merman hatte, dachte ich mir, für den Preis kann man das mitnehmen. Denn die sind ja wirklich hässlich. Aber für den Preis? Nein, ich weiß nicht. Doch. Ja, kommt drauf an. Also She-Ra finde ich nicht hässlich. Bei He-Man sieht das Ganze ein bisschen merkwürdig aus. Es sieht so aus, als hätte er wie bei einem Mönch oder so das hier oben abgeschnitten. Guck, siehst du? Aber ich finde die ganz lustig und hab die auch ein bisschen zweckentfremdet für Stifte und sowas. Weiß ich, schade, finde du trinkst ja jetzt auch nicht so unbedingt sehr viele
Cocktails und sowas, ne? Ja, genau. Eher weniger. Stimmt. Eher weniger. Davon gibt es noch ein Unboxing, liebe Freunde. Deswegen machen wir das jetzt erstmal beiseite. Und ja, kommen wir erstmal zu einer weiteren Sache von dir. Was hast du noch mitgebracht? Ja, auch mal was überhaupt nichts mit Moto zu tun hat. Ich habe hier Mega Constructs Bender und Fry habe ich mir geholt. Die fand ich ganz cool. Die habe ich mal irgendwo auf der Con auch mal gesehen. Auf dem Flohmarkt habe ich mir aber nicht gekauft. Und da waren sie weg. Und dann habe ich jetzt gesehen, oh, guck mal, jetzt gibt's die ja da. Und dann habe ich mir die mal gekauft. Vor allem, das sind natürlich noch alte Mega Constructs Karten, ne? Die sind ja jetzt mittlerweile neue Verpackungen. Ja. Aber es ist auch in Teela und Battlecat sind auch, Teela und Beastman sind auch noch mit drauf. Also hat es auch ein bisschen was zu tun mit Masters. Ja. Fand ich cool, habe ich mitgenommen. Ja. Die hattest du aber nicht gewonnen, ne? Sondern gekauft. Ah, ja. Nee. Mhm. Gut, kommen wir mal zu einer nächsten Sache, denn was reimt sich auf gut? MacMood. Ja. Ebenfalls ein Print, und zwar von MacMood, der hier Skeletor auf dem Castle Grayskull Thron abgebildet hat. Und das ganze Ding hing auch schon. Ich habe hier die Patafix dran gemacht und extra für euch nochmal abgemacht. So, ich dachte, das wäre jetzt ein Aufstellungsstück gewesen. Das hing schon. Nein. Hast du ein bisschen günstiger gekriegt. Nee, da haben die Leute ihre Kaugummis dran. Ja. Ja gut, die Dinger sehen nun mal so aus. Aber ich finde die einfach super, also zum Aufhängen für das. Und auch hier wirklich, ihr seht, kein wirklich dünnes Papier, sondern auch sehr hochwertig gedruckt. Und ich finde das einfach super, was er drauf hat. Und das konnte ich nicht liegen lassen. Ein weiteres wird er mir noch mitbringen zu den Los Amigos. Denn, ja, da muss ich sagen, habe ich tatsächlich zu spät zugeschlagen. Aber er hatte noch eins da. Und das ist, kennt ihr auch vielleicht, es ist Snake Mountain, Quatsch, die Fright Zone, ohne Figuren drauf, von dem Artwork, was sie damals gemacht haben, von dem Double Feature. Mhm. Und davon hat das habe ich auch. Von MacMood oder von... Ja. Das hing aus und ich fand das richtig geil. Deswegen wird das mir nochmal mitbringen. Das habe ich vor 2 Jahren gewonnen. Ja, gut, jetzt kaufe ich es. Ist egal. Also ganz ehrlich, die Preise sind da echt human, kann man nichts zu sagen. Nächste. Ja, ich mache jetzt mal so einen kleinen Break, oder? Nee, ich mach mal ein paar Sachen zusammen hier, weil Lesestoff. Ring des Königs habe ich mir geholt. Das ist neue Heft von Moto Fanfiction and Friends. Mit Gimmick drin, aber ich verrate nicht, was es ist. Aber mir doch, oder? Ich habe das nicht gekriegt. Konnte man das kaufen? Ja. Es ist kein Ring und es ist kein König. Aber es hat was mit dem König zu tun. Aber ich habe es auch noch nicht gelesen. Ist das von der... von wem ist das gedruckt? Nein, das Heft ist klar. Übrigens... Christine Walter, so genau. So ja, die Christine, ganz genau. Ich hatte es mir schon gedacht. Das ist ja mal richtig geil. Das ist mal richtig geil. Scheiße, jetzt muss ich das auch haben. Soll ich es zeigen? Komm, jetzt sind wir dabei. Ja, gut. Also es ist ein... eigentlich ist es ein Brillenputztuch, ein gedrucktes. Also der Mantel von King Grayskull, der in dieser Geschichte wohl auch eine Rolle spielt. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, werde ich aber natürlich noch tun. Also man kann es bestimmt auch benutzen zum Brillenputzen, wenn man es möchte. Dafür ist ein Brillenputztuch da. Ja. Oder man lässt es hier so drin und freut sich. Ja, den Doppelband von Geiger habe ich mir auch noch geholt, den hatte ich auch noch nicht. Konntet ihr damals sogar bei uns gewinnen? Genau. Dann, das ist das Offizielle von diesem, ach nee, das ist von Moto Fanfiction. Das ist Moto Fanfiction, Merman und die Perlengrotte, also zum neuen Bild von Simon, vom Jürgen. Ja.
Ne, gibt es hier für Charity Stitched? Ging das Geld dann von dem Heft 2 Euro? Ne? Grayscale Convention Mini Comic muss natürlich auch jedes Jahr sein. Zum Hörspiel wieder, Paulus Gott. Machtlosen Götter. Und dann habe ich noch von Moto Fan Fiction and Friends einen kleinen Umschlag bekommen, mit einem Heft drin. Ne? Das ist aus den. Da sind die Bilder von dem Mini-Comic Origins. Ich weiß nicht, ob es mehrere sind. Da haben sie dann die Bilder hier jetzt auch noch so ein bisschen zusammen. Und da haben sie eine Geschichte draus gemacht. Habe ich auch noch nicht gelesen. Bin noch nicht zum Lesen gekommen. Das zweite Aufgebot. Gab es nicht zu kaufen da. Ich habe es, wie gesagt, geschenkt bekommen. Dankeschön nochmal. Ja. Ja, machen wir hier einfach mal weiter. Eine Sache, die ich richtig geil fand, eine, die ich unbedingt haben wollte, das war Clash of Arms 3. Es ist ein Quartett von Simon Eckert. Und dieses konnte man dann auf der Convention kaufen. Es gab ja bereits schon zwei. Einmal Clash of Arms 1 und 2 natürlich. Und ja, jetzt gibt es eine dritte Auflage davon. Kostete, glaube ich, 8 Euro oder 9, ich Weiß weiß ich nicht. gar nicht. Ich gucke da gar nicht auf die Preise. Ich kaufe das einfach. Shut up and take my money. Genau. Hier, schmeißt ein paar Fufis hinter und sagst, hier sucht ihr raus, was ihr braucht. Ich hab ja gut was versteigert, deswegen konnte ich mir dann, da war die Konti ja wieder refinanziert, so gesehen. Du hattest was Ja, versteigert. ich habe was versteigert, hat der Jürgen gekauft. Was hattest du denn Ich habe versteigert? den Power and Honor Katalog habe ich versteigert. Das war deiner? Ja. Warum hattest du den versteigert? Weil der lag bei mir nur rum. Eieieiei. Schwer zu bekommen. Ja. Ja, wärt ihr da gewesen? Wie viel hat er nochmal gekriegt dafür? Beziehungsweise bezahlt dafür? 160? Nein, mehr. 200 und? Ja. Könnt ihr natürlich alles auf dem Kanal von PE nachgucken. Dort gab es dann Streams dazu. So, ich würde euch jetzt hier ein paar Karten einfach mal eben so zeigen. Aber ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich zu klein sein. Außerdem sind das 34. Nee, wie viele Karten sind das? 32 natürlich, aber ich weiß nicht, ob hier diese Zusatzkarten. Auf jeden Fall konntet ihr das dort kaufen. Es ist ein ganz normales Quartett mit Moto bzw. Princess of Power Charakteren. Und ihr konntet, wenn ihr bestimmte, ich glaube, ein Set hier, wenn ihr dieses Set hier dazu gekauft habt, das Clash of Arms Star Sister Set, beziehungsweise Powers of Grayskull Set, also beides hinten und vorne, ne? Dann habt ihr hier sogar noch die Green Goddess mit dazu bekommen. Das ist eine Extrakarte, wo übrigens auch ein Aufkleber mit dabei ist. Richtig geil. Alles aus der Feder vom Simon Eckert. Und das hat sich gelohnt. Ich glaube, wenn du. Oder gab es die dazu? Ja, das passt, das gehört ja zusammen, denke ich mal. Ich hatte das verstanden, dass es die eine Karte zu dem dazu gab und ich weiß es jetzt auch nicht. So habe ich es verstanden. Powers of Grayskull. 33 Stück, limitiert. Ja. Und ganz ehrlich, das sieht super geil aus. Diese Farbkombination einfach von Powers of Grayskull finde ich super. Und das hier sind auch so, na, wie viele Karten sind das? 10 oder so? Möglich, ja. Na? Ja, also auf jeden Fall. Ah, hier steht auch für Clash of Arms das Moto-Quartett nummeriert und limitiert auf 33 Stück. Ja, du kannst dich ja sowieso alle mischen. Was steht da eigentlich drauf, dann wie vielte das ist? Nee, ne? Nee, Doch scheinbar 11 nicht. von 33. Tatsächlich. Die Nummer 11 von Ja, ich 33. muss mal gucken, was ich habe. Ich habe das ja auch.
Finde ich das jetzt hier irgendwo? Ja. Na, ich habe die 17. Die 17? 17. Ah. Aber dann brauche ich das ja schon mal nicht zeigen, das haben wir dann ja schon mal abgearbeitet. Ich finde es super. Ja, schöne Karten immer. Ja, wir wollten ja auch noch mal zusammen was zocken. Können wir eigentlich heute auch machen. Wir werden sehen. Ganz genau. So, das ja, war es dann erst einmal so. Ich hatte noch eine Sache, die ich dann allerdings dir jetzt gegeben hatte. Die kannst du ja gerne mal rausholen. Dann. Das kannst du ja, dann gebe ich dir das dann gleich beim nächsten. Dann kannst du das ja auch. Ja, gerne. Ne, machen wir das so rum. Ja, so, was haben wir denn hier noch? Ich mache mal hier so ein paar Kleinigkeiten. Die ist noch so ein bisschen hier. Also natürlich habe ich mir Bier gekauft. Das wurde dann aber natürlich gleich getrunken. Ich habe hier... Also du hattest dir ein Bier gekauft, aber das hier hattest du ja jetzt von mir noch bekommen. Ja, aber das gab es ja auch da. Ja, auf jeden Fall. Und das andere gab es natürlich auch. Dann habe ich hier mir so einen kleinen Trapjaw noch geholt. Hier so ein Knockoff von Lego. Das war eigentlich eine ganze Tüte. Mit den ganzen Dingern drin. Ich wollte aber eigentlich nur den Trapjaw haben. Das hatte ich falsch verstanden. Dann hatte ich die Tüte dann in der Hand und habe die dann aber auch noch weiterverkauft. Ich wollte ja nur die eine Figur hier. Ja, du und Trapjaw. Also ja. Du wirst ja auch, glaube ich, ziemlich arm bei dem, was wir jetzt schon nur auf der PowerCon gesehen haben. Ja, der Motodad war ja da. Der hat mir einen kleinen Flaschenöffner geschenkt. Ich glaube, für sogar zwei. Als erstes, als er mir das gezeigt hatte, dachte ich, das wäre ein Button. Ja, sieht so ein bisschen aus. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Ach, die wollte ich auch noch. Ja. Der ist von der Tombola. Da gab es eigentlich einen Mini-Comic. Das hatte ich aber schon. Und dann habe ich getauscht einfach. Ah. Habe ich gesagt, kann ich mir nicht irgendwas anderes nehmen? Ich habe die Comics alle schon. Ich muss mal nachfragen. Vielleicht haben sie von denen noch welche. Ja. Weil ich finde die super. Wir haben tatsächlich auch Kekse damit gemacht. Das Problem war, die Teile, die darfst du nicht in richtig heißes Wasser, beziehungsweise gar nicht in die Spülmaschine tun. Nicht in die Spülmaschine, nein. Und ja, ich habe jetzt keine mehr. Ja, ich mache mal mit der Tombola gleich weiter hier. Den habe ich auch eingetauscht. Ich hatte so ein Comic... Ja, so ein Heftchen hier, so ein Promo-Heftchen oder sowas aus den 80ern oder was. Habe ich dann irgendwie einfach eingetauscht beim Michael. Der hatte ja so viel, der hat ja sein Kind immer losgeschickt zum Holen. Der wollte das haben, habe ich gesagt. Der Michael Wagemann, ne? Ja, der, genau, habe ich dann hier gegen Christo. Grüße an dieser Stelle. Ich habe auch lustigerweise noch zum Nils gesagt, oh, ich gewinne bestimmt wieder irgendeinen Comic, weil Nils hatte sich keine Lose geholt. Ich sag, pass auf, wenn ich einen Comic gewinne, dann kriegst du das. Natürlich habe ich einen Comic gekriegt, habe ich ihm dann geschenkt, weil ja, irgendwann, man kommt ja auch irgendwann mit dem Lesen nicht mehr hinterher. Tombola, habe ich noch was von der Tombola? Ja, genau. So ein Pantor gab es dann noch. Nice. Dann Mattel hat ja gespendet. Und irgendwer hat noch gespendet, ne, so ein paar Sachen. Heo oder so. Heo. Es gab von den Usern, beziehungsweise den Besuchern gab es einige Spenden. Ja. Ich hatte ein Buch gespendet auch. Ich hatte ein Vintage-Head He-Man hatte ich gespendet. Ja. Und ja, den haben einen davon, ich hatte zwei mir besorgen können. Wir hatten ja dieses Unboxing jetzt vor ein paar Tagen. Könnt ihr ja gerne mal drauf gucken. Ja. Oder reingucken. Schöne Figur. Ja. Ist okay. Ja, du bist, glaube ich, nicht der große Origins-Fan. Nee. Ja. So, warte mal, hier. Dann kriegst du das schon mal. Ach so, ja. Ich hatte meins jetzt nicht extra vorgeholt. Ja. Ja, wir hatten die Zeitschleuder. Die hatte ich mir schon, vielen Dank hier nochmal an die Artefakte der Macht, hatte ich mir vorher schon kaufen dürfen. Was hatte ich bezahlt? Hattest du es auf der Con bezahlt? Ja.
Ich glaube, 18 Euro kostet das, ne? 18 Euro, glaube ich, hatte ich bezahlt. Möglich. Ja. Und wir durften uns ein paar Tage vorher vorstellen. Auf dem Kanal von Planet Eternia findet ihr das natürlich definitiv auch. Und das ist ein richtig wunderschönes Set geworden. Also, wir hatten es ja schon entsprechend vorgestellt, ne? Deswegen können wir das jetzt eigentlich auch ein bisschen überspringen. Kann man auf jeden. Ich weiß gar nicht, sind alle weg? Nein, stimmt Nee, es nicht. gibt noch welche auf dem Los Amigos. Ja, richtig. Traveling Convention Item. Und die werden auch nicht verschleudert. Mit der Zeit. Ja, definitiv eines der besten Sachen, die man dort kaufen konnte. Ja, so. Er hat den Hordak-Kopf. Ja, genau, dann fangen wir damit gleich an. Es gab ja die limitierten Horderköpfe, einmal bemalt, einmal unbemalt. Du hast die Nummer 34. Ja, okay. Ja, das war der letzte. Eigentlich wollte ich mir die auch gar nicht holen. Und wenn, dann wollte ich mir eigentlich wenn, dann den bemalten, und der lag dann noch so traurig rum am Sonntag. Und dann habe ich gesagt, ach komm, hier, dann nehme ich den noch mit. Ja. Dann hast du was, du hast die Orko-Vase auch. Orkus Vase. Habe ich mir dann auch noch mitgenommen am Sonntag. Wie teuer war die? Das weiß ich nicht. Steht nichts drauf. Der Kopf Ich war, glaube gab sie ich. nicht so. Ich habe den einfach mitgenommen. Nein, Quatsch. Ja, der passt auf den Classics Orko drauf. Nicht auf den von Origins? Das weiß ich nicht. Könnte man ja mal ausprobieren. Auf jeden Fall für den Classics Orko. Ja. Und das ist eine Passt auch auf den richtig. Classic Skeletor drauf. Ja. Irgendwo saß der auch rum mit der Warze auf dem Kopf. Warte mal, Orko hatte da so ein Ding auf dem Kopf. War nicht Man in Arms irgendwann mal? Weil der hat ja auch so viel abgekriegt Ja. von Orko. Ah, schreibt's mal in die Kommentare. Ja. Und hier Wäre steht ganz auch nett. drunter For Your Classics Orko Figure. Also nee, bitte nicht für die Origins, dann geht das kaputt. Der Witz Dann ist ja, explodiert das. wenn du irgendwelche Sachen für die Origins machst, die passen auch auf die Revelation-Sachen. Besseren Übergang kann ich dir nicht machen. Genau. Das war ein sehr schöner Übergang. Ja. Nutz ihn. Ich habe ja auch noch was gewonnen, genau. Ja, so ein Skelegott habe ich noch. Den gab es am Freitag beim Jeopardy als zweiten Preis. Der erste war der Battle Cat. Ja. Den hat der Marco dann gewonnen, weil der einfach nur mehr Punkte hatte als ich. Ja, der Erzfeind von. Jürgen. So ist es. Warum? Guckt euch einfach die Videos von PE an. Ja, muss ich auch mal gucken, was ich mit dem mache. Willst du nicht haben? Ach, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Muss ich mir mal überlegen. Sind ja auch viele neue Sachen auf der PowerCon vorgestellt worden. Unter anderem auch mal welche mehr so im klassischeren Design. Beim Triclops finde ich das am besten. Hast du den schon gesehen? Ja. Das finde ich richtig gut gemacht. Ja. Ja. Das war's. Das war's. Jede Menge an Stuff. Und ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr euch dort so geholt habt, was ihr gerne haben wollt. Fahrt ihr auf die Los Amigos? Dort gibt es ja auch noch einige Sachen, die T-Shirts und was weiß ich alles noch. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Fell noch gab. Also jede Menge an Sachen, die man kaufen kann. Neben Masters of the Universe im Genau, Laden. da kriegt man sehr viel Stuff. Ja. Ja, nebenbei habe ich ja noch ein bisschen was gefilmt. Also die Panels gibt es natürlich auf PE zu sehen, ne? Ja. Ich habe dann halt so ein bisschen, könnte man sagen, vielleicht so hinter den Kulissen so ein bisschen einfach mal die Leute belästigt. Ja, in diesem Sinne sagen wir einfach mal vielen Dank fürs Zugucken und ja, bleibt uns gewogen, ne? Abgefahren. Der Wahnsinn beutelt nicht. Tschüss, bis dann. Tschüss.
We'll be right back.